Hallo meine Lieben, ja, Sommerzeit bedeutet ja auch Urlaubszeit und für die meisten stellt sich dann die Frage, was nehme ich alles mit, wenn ich ein Kleinkind habe? Wenn ihr ein Baby noch habt, ja, unter 12 Monate, dann schaut mal hier in mein Video rein. Da habe ich schon mal bereits eine Packliste angefertigt. Ja, Fliegen mit Baby heißt das Video und bitte da nicht wundern, was ich alles mitgenommen habe. Aber das gibt mir ein gutes Gefühl. Wir bleiben jetzt erstmal bei den kosmetischen Dingen und danach kommen wir zu den medizinischen Dingen. Natürlich hat sich die Packliste von damals zu heute verändert, ja, auch schon bereits im letzten Jahr. Es ist im Grunde dieselbe Packliste wie im letzten Jahr. Ich zeige euch mal, was ich alles mitnehme für ein Kleinkind. Ich würde mal sagen, das ist eine Packliste ab, ja, 1,5 Jahre, wenn das Kind praktisch nicht mehr gestillt wird und keine Flaschen mehr braucht. Okay, dann fangen wir mal an. Also als allererstes war ich erstmal einkaufen im Rossmann und ein bisschen im DM, um euch mal zu zeigen, was ich immer alles so mit habe. Ganz wichtig sind natürlich immer die Wattestäbchen, natürlich nicht die ganze Packung. Natürlich auch Pflaster. Pflaster, am besten irgendwas mit schönen, lustigen, bedruckten Figuren. Jetzt sind es hier kleine Monster, das findet der Noah super gut. Ganz wichtig ist natürlich die Sonnenmilch. Also ich schwöre ja auf diese hier von Ambre Solaire. Ich komme mit der sehr gut klar, die 50+. Ich finde die richtig gut. Und ich brauche für den ganzen Sommer im Grunde 2 große Packungen. Und was ich aber auch immer mit habe, ist nochmal eine kleine. Die gibt es auch immer im DM oder im Rossmann in den kleinen Fächern. Ne? Ihr seht ja auch schon, die ist auch schon fast leer. Die habe ich immer mit in der Handtasche. Ne? Die habe ich immer mit dabei. Für zwischendurch mal, wenn man unterwegs ist. Ja, was auch wichtig ist, wenn euer Kind noch in die Pampi macht, dass ihr noch Windelbeutel mitnehmt in den Urlaub. Denn falls ihr im Hotelzimmer seid und der hat dort ja nicht gerade in die Toilette gemacht, sondern noch in die Windel gemacht, dann am besten die Windel einschließen in parfümierte Windelbeutel. Damit tut ihr dem Housekeeping auch einen großen Gefallen, glaubt's mir. Wenn ihr die Kinder abends duscht, etwas kaufen, was natürlich nicht tränt, nicht zieht und die Haare easy locker durchkämmen lässt. Ich habe hier von Isana Kids etwas Cooles gefunden. Damit habe ich nur gestern das erste Mal die Haare gewaschen, nachdem wir im Planschbecken waren die ganze Zeit und die Haare völlig zerzuselt und verwuschelt waren und teilweise echt verknotet und klebrig von der ganzen Sonnenmilch. Das ging danach richtig super. Also ich finde diese Isana Kids richtig gut und natürlich passend dazu das Motiv mit dem Pirat, weil er spielt gerade neben Spider-Man auch gerne. Er ist Captain Hook. Ne? So, dann haben wir den Kleinen geduscht. Dann wird er auch nach dem Sonnenbaden auch eingecremt, wie immer mit meiner heiß bewährten Hip-Pflegemilch. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, kann ich euch auch nochmal hier irgendwo verlinken. Ich finde die richtig gut. Ich habe die einmal zugeschickt bekommen und seitdem kaufe ich die immer nach, wenn die leer ist. Und das Gesicht creme ich immer ein mit Calendula Pflegecreme von Vileda. Also ich finde diese Creme richtig gut. Als er ein Säugling war, hat er die auch schon gehabt. Auch von Vileda Weiße Malve fand ich auch sehr gut. Also im Grunde finde ich diese ganze Palette von Vileda richtig klasse. Dann braucht man natürlich auch für eine ordentliche Morgen- und Abendroutine eine geeignete Zahnpasta. Ich habe jetzt immer die von Elmex. Ich bin Testsieger geworden und bei Stiftung Warentest. Ja, also ich weiß es auch nicht. Wir haben früher auch alle noch Fluorid-Tabletten bekommen und wir leben ja auch noch alle. Also was muss ihr dafür sich selber wissen? Also bitte jetzt keine Diskussion an der Stelle. Was ist noch wichtig für den Urlaub, wenn man kleine Kids hat? Ob Junge oder Mädchen, ein Beauty Case, ganz wichtig. Ich habe jetzt hier ein richtig cooles gefunden, kleiner Rabauke, hinten auch nochmal bedruckt mit Sternen, also richtig süß. Passt auch wirklich alles rein, ich bin total begeistert. Hier habe ich noch vom letzten Urlaub, hier sind sogar noch Pflaster drin mit Mickey Mouse drauf. Ich habe sogar nochmal neue gekauft, also hätte ich mir jetzt auch sogar sparen können. Dann habe ich hier sogar noch einen Wasserball von Air Berlin. Und Windelbeutel sind auch drin. Ja, auf jeden Fall packe ich hier immer rein seine Zahnbürste. Es muss immer eine coole Zahnbürste sein. Ich habe jetzt hier eine mit Lightning McQueen drauf. Ne? Ich kaufe auch ganz oft Dreierpacks im DM, einfach weil die günstig sind. Die kosten irgendwie 1, 2 Euro, 3 Stück. Weil das Ding ist, ganz ehrlich, bei aller Liebe, bei noch so tollen Zahnbürsten, der Noah, bei ihm sieht die Zahnbürste nach einer Woche schon so aus, als hätte ich damit die Fliesen geschrubbt. Wirklich. Und deswegen, ich wechsle die
echt alle 5-6 Wochen tausche ich die aus und dann muss es auch keine mega super teure sein für 4 Euro oder sowas, ne? Also es muss praktisch sein. Und ich habe auch immer für den kleinen Mann oder auch für uns ein Notfallset, ein Erste-Hilfe-Set. Das habe ich auch mal gekauft für kleines Geld in der Apotheke von Bebanthen. Klein, aber fein, ist alles drin. Sogar eine Schere ist mit drin. Wichtig ist, denkt daran, das hier nicht mit einzupacken ins Handgepäck. Das gehört hier in den Koffer. Einweghandschuhe und Verband und noch dieses Tape zum Fixieren. Hier nochmal Mullbinden und dann habe ich hier sogar noch ein Dreieckstuch. Richtig gut. Das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Also es ist ja nicht nur so, dass wir Dinge einpacken müssen, die wir unbedingt brauchen. Ich bin ja froh, wenn ich Sachen nicht brauche, aber es gibt mir beim Reisen ein gutes Gefühl. Ja. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist immer ein Nagelclip, ne? Für alle Fälle, wenn man auch irgendwo mal eine Ecke raushängt oder sowas und man sich damit verletzen kann. Also immer ein Nagelclip. Und bei mir in meiner Beauty Cats ist natürlich auch immer eine Nagelfeile. So kann ich nochmal kurz nachfeilen bei ihm, ne? Also er muss jetzt keine eigene Nagelfeile haben, weil die Mami hat ja eine. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, ganz klare Sache, ein Fieberthermometer. Ganz, ganz wichtig. Ich bevorzuge das Infrarotgerät von Rea. Einfach, weil ich lautlos messen kann und sofort in einer Sekunde die Temperatur ermittelt habe, ist einfacher und praktischer als die Rektallösung und ist auch genauso präzise. Und wenn ich mir unsicher bin, messe ich einfach nochmal 2-3 Mal nach. Bumm. Also verlinke ich euch gerne mal den Link dazu. Ich finde dieses Gerät richtig super. Ja, was wollte ich denn sagen? Was braucht man noch im Urlaub? Ganz wichtig ist Nurofen. Nurofen senkt das Fieber und ich habe das immer mit dabei. Tatsächlich brauchte ich es im Urlaub bisher einmal. Und was auch immer wichtig ist, ist Postpan. Bei Husten, man weiß ja nie, was im Urlaub auf einen so zufliegt. Und natürlich auch Elektrolyte. Die habe ich auch mal mit, die habe ich jetzt hier gerade nicht, die liegen noch auf der Wickelkommode. Was auch gerne gesehen ist im Urlaub, sind natürlich Schwimmwindeln. Ich zeige euch die mal für die, die noch nicht wissen, was schwimmen, wie die aussehen. Hier, die sind zum Beispiel ganz witzig, mit Nemo bedruckt, haben eine ganz leichte Fütterung, die wiegen so gut wie nichts. Dient einfach nur dazu, dass gewisse Dinge aufgefangen werden, hindert aber nicht natürlich Pipi daran, ins Wasser zu gehen. Ne? Also in vielen Urlaubshotels ist es nicht so gerne gesehen, weil das unhygienisch ist. Also ich weiß, auf dem Kreuzfahrtschiff waren wir letztes Jahr auch, da gab es auch eine Diskussion, Schwimmwindel ja oder nein und da ist man gegen den Einsatz von Schwimmwindeln. Das Coole aber an diesen Windeln ist, ihr könnt die mehrfach benutzen, weil die haben an der Seite Klett. Ihr könnt die nachher auch auswaschen, auch irgendwo auf dem Balkon aufhängen zum Trocknen. Also die haben hier wirklich Klettverschluss. Ihr könnt sie einfach auch anziehen wie eine Badehose. Ich finde die ganz praktisch. Also das sind die Schwimmwindeln, die haben wir noch aus dem allerersten Urlaub. Und da waren 19 Stück drin. Das Ding ist immer noch fast voll. Also ich brauche die irgendwie so gut wie gar nicht, weil wir aber auch den Noah meistens ohne Windel rumlaufen lassen und ja, er mit uns meistens auch im Meer ist und da macht das ja nichts, wenn er da ins Meer macht. Okay, was ist noch wichtig im Urlaub? Ich finde immer wichtig, dass man trotzdem noch, auch wenn man im Hotel ist, ein Handtuch mitnimmt. Weil nicht immer ist das schön, wenn man aus dem Hotel die ganzen Handtücher mitnimmt, an den Strand geht und dann hat man nachher selber nichts mehr zum Abtrocknen. Ich habe hier immer gerne, das ist ein ziemlich großes Handtuch. Das trocknet auch ganz, ganz schnell. Das ist so ein besonderes Material. Das habe ich von Decathlon aus der Campingabteilung. Das habe ich mal gekauft, als wir mal wandern waren und wir ja total darauf geachtet haben, dass wir ein ganz geringes Packmaß haben für unsere Rucksäcke, weil wir damals nur im Rucksack durch Korsika gelaufen sind. Und das kann man ganz, ganz klein und fein zusammenfalten. Hat sogar noch eine Fixierung, dass es sogar hält. Also ich weiß noch, dass dieses große Handtuch hat damals nur 4 Euro gekostet. Und ich falte euch das mal zusammen, dass ihr das mal seht, wie klein das nachher ist. Und dann habt ihr hier sogar noch so ein Gummiband und dann könnt ihr das hier mit zumachen. Könnt es auch noch ein bisschen kleiner falten. Also hat ein ganz kleines Packmaß, passt in jede Handtasche, in jede Strandtasche und nimmt nicht so viel Platz, auch vor allem weg im Koffer, weil da jetzt ein riesen Strandhandtuch wegnehmen, ist der Koffer voll, das geht ja gar nicht. Und was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf für das Schwimmequipment, sind natürlich je nach Alter Schwimmflügel. Die gibt es ja auch in allen Variationen und
Formen. Da gibt es auch so Runde, die auch mal Kinder so anziehen können, wo man auch teilweise die Ringe nachher abnehmen kann, weil das Kind dann größer wird. Wir finden die super. Die haben wir sogar gehabt als Kinder. Ein altbewährtes Mittel. Was wir auch immer im Urlaub haben, ist der Schwimmtrainer. Ich werde euch mal ein Bild davon einblenden, weil ich finde den gerade nicht. Ist bestimmt unten in irgendeinem Koffer noch. Und last but not least, ganz klar, das Schwimmequipment. Was braucht ein Kind in der Sonne, egal wo es hingeht? Am besten Langarm, der nur hat aber auch noch so, also diese Shirts, hat aber auch noch so Kurzarm-Shirts. Ne? Also die gehen dann bis hier. Alles hier mit 50er Protection. Ne? Ich finde auch die Farben auch schön und trocknen sehr, sehr schnell. Das ist auch toll, weil es auch sehr lang geht. Ne? Es geht eben bis über die Hüfte. Hier unten hat es nochmal einen Gummizug. Wenn ihr euch fragt, wo ich das her habe, das habe ich neulich gekauft im Decathlon. Als Set mit der Hose zusammen. Hat, glaube ich, 10 € gekostet. Und ich finde das richtig toll. Kann man auch einfach waschen, auch mit der Hand waschen und dann irgendwo auf dem Balkon im Urlaub oder irgendwo abends zum Trocknen raushängen. So machen wir das zumindest immer. So, hier habe ich noch mal ein drittes, also ich habe mehrere Teile davon. Ich habe auch noch welche von dir anhatte, als er 8 Monate alt war, nämlich das hier, dieses Set. Das ist hier Größe 92, das passt ihm aber noch. Wir haben das gestern noch tatsächlich angehabt, als er draußen im Planschbecken war. Es ist sogar noch ein bisschen nass. Ich habe das heute zum Trocknen aufgehängt. Auch das geht ihm noch hier sogar bis zu den Knien. Also es passt ihm noch. Ne? Klar, als er ein Baby war, war er noch ganz fleischig und so ein bisschen pummelig. Klar, also er kann das alles noch tragen. Und dazu habe ich sogar noch eine passende Sonnenmütze, einen Sonnenhut mit einem Schirmchen vorne. Und hinten hat er sogar noch den Schutz für Nacken und Schultern. Ne? Finde ich sehr toll, finde ich auch ganz wichtig. Also ich nehme auch dann alle Sets mit, die ich habe, weil wir, wenn wir schwimmen gehen, am Strand sind, er kommt nass aus dem Wasser, dann wird er abgetrocknet, dann bleibt er nochmal meistens kurz in seinem Handtuch. Ich habe immer so einen Drachen oder was ist das hier, so ein Dino oder Krokodil, ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Das ist ja dieses Ding, was man, dieser Poncho, den man einfach so überzieht, dann bleibt er da kurz drunter und dann ziehe ich ihm aber direkt ein neues Set an. Nochmal Hose und Oberteil. Ich habe immer diese Zweiteiler, weil ich das praktisch finde. Es gibt ja auch diese Overalls, finde ich aber sehr unpraktisch. Weil dieses ewige An- und Ausziehen und dann ist alles nass, dann klebt es. Und dann kriegt er ein neues Set an. Und so rotiere ich am Tag. Ich habe teilweise am Tag, dass ich eben dann so drei Dinge anziehe, weil dann ist er irgendwie draußen aus dem Wasser und möchte aber gerne spielen. Dann hat er sein Sandspielzeug. Womit er dann seine Burgen baut oder andere Kinder trifft, mit denen er dann noch zusammen spielt und so weiter. Und dann geht er wieder ins Wasser, dann kommt er wieder raus. Also das ist wichtig, dass ihr dann am besten, also so mindestens drei Sets mit habt. Das ist so wirklich mein Rat und meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Dann lasse ich immer die nassen Sachen irgendwo auf der Liege trocknen und dann rotiere ich einfach. Ja, das ist so das A und O, was man mitnehmen muss an medizinischen Dingen und auch an Equipment. Mehr ist es eigentlich nicht. Und klar, bisschen Spielzeug. Was wir halt immer machen, ist, wir fahren grundsätzlich in Familienhotels, wo auch Spielzimmer sind, wo auch draußen ein Outdoor-Bereich ist für Kinder, wo auch Kinderanimation ist und Kinderbetreuung. Und dort ist jede Menge Spielzeug vorhanden. Was wir schon mal gemacht haben, ist, wir kaufen nochmal so eine Luftmatratze zum Beispiel. Das schleppen wir nicht extra mit aus Deutschland, warum auch? Und wenn wir dann nach Hause fliegen am letzten Tag, dann meistens sehen wir eine andere Familie, mit der man sich auch ein bisschen angefreundet hat oder so, weil die Kinder zusammen spielen. Und dann sagt man, hier, ihr seid ja noch eine Woche da, schenken wir euch. So haben wir es bis jetzt immer gemacht. Wir schleppen das Zeug nicht hin und her, weil die Dinger kosten nur so 5 €, diese Luftmatratzen. Und warum soll ich meinen Platz im Koffer dafür verschwenden? Geht gar nicht. Auch Pampers handhabe ich auch immer so, dass ich ein Paket, komplettes Paket mitnehme. Und wenn ich noch Pampers brauche, kaufe ich diese auch vor Ort. Und die sind sogar meistens noch viel günstiger als hier bei uns in Deutschland. Falls euch noch was einfällt, was man unbedingt nicht vergessen darf oder einpacken sollte, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn wir im Flieger sind oder irgendwo länger Auto fahren, wir drücken dem Noah das Handy in die Hand. Da ist seine Playlist, dort hat er Videos wie Feuerwehrmann Sam, habe ich eine Staffel gekauft, ich habe Mickey Mouse eine Staffel gekauft und Jonalu. Und dann haben wir noch, was habe ich dann noch? Ah ja, Vaiana. Vaiana habe ich letztens gekauft. Vaiana ist so ein schöner Film. Und
wenn es dann wirklich darum geht, zu fliegen oder eine längere Autofahrt zu machen, um uns die Nerven zu schonen, um dem Kind aber auch die nötige Ruhe zu geben und auch den restlichen Passagieren, dann gibt es einfach das Handy. Ne? Warum soll ich denn mir das antun? Ich meine, jeder macht das so, wie er für richtig hält. Viele Eltern sagen auf gar keinen Fall Handy, aber ich weiß auch von vielen, die machen das auch, wenn es halt um solche Dinge geht. Ne? Okay, ansonsten ein Rat von mir ist noch beim Fliegen, damit die Kinder ihren Schlaf-Wach-Rhythmus nicht ganz so durcheinander haben, wir achten darauf, dass wir, wenn wir längere Flüge haben, dass wir eher einen Flug nehmen, der nachts stattfindet, damit einfach der Schlaf-Wach-Rhythmus nicht durcheinander gerät. Und ja, sollte es tagsüber sein, weil es nicht anders geht, man kann das ja auch nicht immer beeinflussen, wie die Flugzeiten sind, dann achte ich darauf, dass ich dann, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte, dass ich den Noah irgendwie früher wecke oder ganz lange hinauszögere, dass er keinen Mittagsschlaf macht und dann erst im Flieger einschläft. Also das erste Mal geflogen mit Noah sind wir, als er 6 Wochen alt war, und das zweite Mal geflogen, als er 8 Monate alt war, da hatten wir direkt einen Mittelstreckenflug von 7 Stunden. Und ja, schaut euch das mal an, was ich da alles eingepackt habe, und bitte nicht erschrecken über die Fülle, die ich eingepackt habe. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Es geht ja auch immer darum, dass die Mama kein schlechtes Gewissen hat oder irgendwie unsicher irgendwo hinfährt. Ne? Also ganz wichtig. Okay, ihr Süßen, in diesem Sinne, ich wünsche euch, wohin es auch gerade geht, einen wunderschönen Urlaub oder einfach eine gute Zeit. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!